Und ja, ich werde zwar das letzte Schiff noch kaufen, aber ich glaube, die Galeone wird das Schiff sein, was wir benutzen werden. So, das heißt, es fehlen noch 4 Dürrwälder Schnauzen und die Sonderausstattung. So. Also Backbordkanonen und die beiden Sonderausstattungen. You again? Okay. Drachenzunge, das ist das üble Teil, womit mich die Riesen belagert haben. Brauchen wir allerdings nicht. Eine Schunke brauchen wir gerade auch nicht. Genau, Dürrwälder Schnauzen hätte ich gerne nicht so viele, sondern 4 Stück. Ja. Weil die haben 3 Züge zum Nachladen und haben 4 bis 7 Schaden bei 150 bis 400. Die brauchen schon 4 Züge zum Nachladen. Machen denselben Schaden, hätten höhere Reichweite. Nee. Auch 4 Züge machen mehr Schaden, haben aber die knapp dieselbe Reichweite. Imperiale Langwaffe braucht sehr lang zum Nachladen dafür, dass sie genauso viel Schaden macht wie der Eisendonnerer. Und nur gering wenig mehr Schaden macht. Doppelter Bronzer. 8 Züge. 12 bis 15 Schaden. Ja. Und das war's auch schon. Nee, der Marganitflammenwerfer. Das ist das Ding, mit dem ich wirklich die Riesen behakt haben. Und der valianische Rumpfbrecher, den ich vorhin verkauft habe. Naja, so wenn dann. Der Eisendonnerer wäre halt noch nicht schlecht. Der braucht einen Zug länger zum Nachladen, aber nö. Nee. Bleiben wir so. Einmal das Quartier des Captains und einmal die Menagerie. So, Kanonen. Und wir haben alles ausgerüstet. Also ein Chirurg und einen Kanonier und einen Schiffsmann. Hä, was ist eigentlich hier passiert? Fällt mir gerade so auf. Ach so, das ist der Drache gewesen. Hat ja ein bisschen für Tamtam gesorgt. Und ich glaube, das ist unser Schiff. Ändert sich das, wenn ich ein anderes Schiff auf aktiv setze? Nein. Schade. Ach ja, nicht hier, sondern hier Vorräte, nahrungsmäßig.250 Reis, 250 Bier kann ich mir leisten. Nahrung. So. Das ist alles zu viel. Das ist gut. So, fürs Erste machen wir es so. Auf Palegina ist sehr viel Zeug gewirkt.
Fluch der Pein wird immer noch auf sie gewirkt. Das ist nicht so gut. Das Flüche mit Schlafen weggehen, habe ich bereits gelernt. Können wir hier gut schlafen? Da geht zwar der Beratsegen weg, aber... Gruppenverwaltung, sehr gut. Das heißt, wir könnten... Maya ist beschäftigt. Nehmen wir Alof mal mit rein. Und Idee. Ja. Gewandtheit, Chance auf Spiegelung gegen Zauber. Nein. Das hier. Aber jetzt ist Palegina nicht dabei, um die Flüche loszuwerden. Mist. Gut. Idee dahin. Dann passt das schon mal wieder. Mhm. Ne, nicht ganz. So. Der Level up. Athletik und einschüchtern. Ein Punkt. Wir können immer noch nicht hier unten rein, weil das erst auf Level 19 ist. Ermächtigung erhöhen. Und Alof. Metaphysik klingt nicht schlecht und Arcana. Was nehme ich jetzt? Bonus auf Rüstungswert, eine Lanze. Ah, eine heimtückische Wolke. So, das heißt, eigentlich können wir jetzt erstmal aus Nikataka wieder verschwinden. Die höheren Tiere. Ach ja, das waren die beiden. Nebenaufgaben von die Bestie des Winters. Geisterparadies, Kartierung des Archipels, Bergkadas, Nahheit, ich würde sagen. Oh, ach ja, ich habe was vergessen. Matrosen. Du wärst ein Kanonier, aber gleichzeitig bist du ein Koch. Nein. Das heißt, ich werde jetzt Port Maya als nächstes anfahren. In der Hoffnung, dass ich dort Schiffsmannschaftsmitglieder finde. Wenn nicht, dann habe ich langsam keine Ahnung. Hey, Shodi. Those dreams of yours, they still getting to you? I can deal with the dreams, for better or worse. What makes me sweat is the not knowing. What happens when I stand face to face with my God and he reveals what he intends for me? What if it's not as I thought? Yeah, I've had thoughts like that for a long time. Except now I'm worried about what he intends for the world. Whatever it might be, at least we'll face it together. Ja, ich glaube, das sollte ich wirklich beide mitnehmen. ja, und zwar Xoti und Edea hatten gerade eine Unterhaltung. Also Edea fragt, Xoti, diese Träume, die du hast, plagen sie dich noch immer? Mit den Träumen kann ich umgehen, wohl oder übel. Was mich in Schützen bringt, ist nicht zu wissen. Was geschieht, wenn ich meinem Gott in Auge gegenüberstehe und er mir enthüllt, welche Pläne er mit mir hat? Was ist, wenn es andere Pläne sind, als ich erwartet habe? Ja, ich hatte eine lange Zeit ähnliche Gedanken. Jetzt allerdings mache ich mir Sorgen, was er für die Welt vorgesehen hat.
Was auch immer es sein mag, wenigstens werden wir der Sache gemeinsam ins Auge sehen. Das dann würde ich gerne wieder einklappen. Ach ja, bevor ich gehe. Stimmt, da war noch eine kleine Kleinigkeit. Und die wir uns jetzt kümmern müssen. Das heißt, wir haben nachher noch mehr Zeug, das wir verkaufen können. Wenn uns die Valera alle hassen und wir uns ihr Zeug holen. Weil ganz ehrlich, ich plane nicht für die Valera jetzt den Kopf hinzuhalten und mich mit dem Bardettos anzulegen. Wenn dann, auch wenn ich ungern die Wolfsgefährten töte, müssen die Valeras dran glauben. Not exactly my area of expertise. You flaccid basso. Du lascher Basso, Taylor erteilt seinem Sohn zwei schallende Ohrfeigen. Peace, Father. The Bardettos have coin to spare. Friede, Vater, die Bardettos haben genug Geld. Us, out, Postenago. Unser Wald der Schlumpf, wenn Duana ist, das herausfinden, Postenago. Atello will Martino erneut ohrfeigen, beherrscht sich aber, als er dich bemerkt. Siehst du, habe ich dir vorhin nicht gesagt, dass sie schon eine Lösung finden würde? Martino blickt unter einem erhobenen Arm zu dir auf. In Ohrfeigen hoffe ich auf mich, Martino. Martinos Kopf schlägt zur Seite, Blut an seinen Lippen. You deserve that and more. Das und noch mehr hast du verdient. Martino talked Cousin Belda into robbing the Bardato Vault. The house is on full alert. Martino hat Cousine Belda dazu überredet, die Schatzkammer der Bardatos auszurauben. Das Haus ist in voller Alarmbereitschaft. Atello blickt zur Tür und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Romaro had this saying back on the sorcerer. Always steal from your enemies when a bill sucker's most be expecting it. Remaro hatte diesen Spruch auf der Zauberer. Steh immer von deinen Feinden, wenn die Bilgensauger es am ehesten erwarten. Er seufzt und schüttelt seinen Kopf über die Valianer. The pirate has more sense than you, Martino. Have you no shame? Der Pirat hat mehr Grips als du, Martino. Schiebst du dich gar nicht? We need to get Belda out of there before she's taken and interrogated by the stinking Bardettos. I'll even pay you for it. See, Father, I'm taking responsibility already. Wir müssen Belda dort rausholen, bevor sie gefasst und von den stinkenden Bardettos ausgequetscht wird. Ich werde sogar dafür bezahlen. Siehst du, Vater, ich übernehme bereits Verantwortung. Er blickt Atello nervös an. Moment mal, ich werde nicht für euch gegen die Bardettos kämpfen. Du hast auf beiden Seiten gespielt, das kann so nicht weitergehen. Are you with us or no? Gehörst du zu uns oder nicht? Atello runzelt die Stirn und wartet gespannt ab. Ich habe Besseres vor, als mich mit der kleinen Dieben abzugeben. Wenn du nicht zu uns stehst, kannst du mit den Sali zusammen untergehen. Mit zusammengemessenen Zähnen stürzt sich Martino auf dich. Matico, wie oft? Schnauben wirft sich auch Atello in den Kampf. Okay, wir werden gestürmt. Xodi, mach mal was. Tja, jetzt ist Familienstolz gescheitert. Wie sieht's mit meiner Reputation aus eigentlich? Oder hat sich bei mir allgemein was verändert? Nö. Nee.
Aber wir wissen es, die Mission los. What can I do you for? Kann sehr schönes Zeug einsammeln. Ein sehr hübsches Schwert. Schadengenauigkeit, Aktionsgeschwindigkeit und Verschlagen. Sure thing. Ach ja, hier haben sie ja auch Gäste. Naja, die können sich es dann gemütlich machen. Ich kann auch noch von ihnen klauen, fällt mir gerade so ein.